Moinas, Elam hier und willkommen zu Part 4. Eine erfreuliche Nachricht, mehr für mich, vielleicht nicht so sehr für euch, ist, dass diese Folge keine Vollkatastrophe ist wie die letzte mit 72 Toten. And without further ado, let's go. Wir rennen also als erstes nach oben, treffen wieder den Musiker, der uns wieder darüber in Kenntnis setzt, dass ein weiterer Old One gestorben ist, also einer der alten Götter, und immer noch nicht checkt, dass ich der Killer bin. Aber egal, der Typ ist wahrscheinlich nur mit seiner Musik beschäftigt. Wir gehen also durch das Tor, von dem wir auch vermutet haben, dass es sich nun öffnen lässt, und finden uns kurz darauf im Concord Sanctuary. In diesem ersten Raum, der ziemlich groß ist, finden wir als erstes einen Speicherstein, den wir aktivieren, und drei Statuen. Die Statuen erzählen ein bisschen Lore. Um es kurz zu fassen, in der Mitte ist irgendwie der König von Mercia, was wohl dieses Königreich darstellt, mit dem unfassbar seriösen Titel oder Namen König Otto. Auf zur nächsten unwichtigen Statue, das ist nämlich die oben links, das ist ein Händlerprinz namens Vashan, der die Armee unterstützt hat und dem Korruption und... Als letzte Statue oben rechts im Raum finden wir den Crimson Baron. Anscheinend einer von mehreren Grenzbaronen und unter ihnen der unbeliebteste. Er war bekannt für... So, das zu den drei unwichtigen Statuen. Weiter oben im Raum der Mitte finden wir das letzte Objekt, was wir hier benutzen können. Und das ist eine Tür, die durch eine alte oder antike Macht für uns vorerst verschlossen bleibt. Ich denke mir schon am Anfang, wahrscheinlich müssen wir hier wieder zwei Bosse killen. Irgendwie sind die zwei Kreise da so auffällig. Oder sind das sechs? Naja, wir werden es sehen. Da es in diesem Raum vier Ausgänge gibt, jeweils in allen Ecken, gehen wir zuerst nach unten links. Und dort treffen wir auf einen NPC, den die meisten Spieler wohl für einen Alchemisten halten würden. Weit gefehlt. Mein geschultes Auge erkennt sofort, hier handelt es sich um einen arbeitslosen Grafiker, dessen vergangene Fähigkeiten oder Künste ihr an der Wand hinter ihm sehen könnt in der Form von Graffitis. Da in dieser Stadt aber niemand mehr lebt, kann er auch nichts verkaufen und hat sich dem Alkohol verschrieben. Und stellt diesen wohl selber her, um ihn sich dann 24/7 per Druckbetankung ins Gesicht zu ballern. Kurz gefasst, alles was er will, sind weitere Zutaten für die Zubereitung von Alkohol, die wir ihm natürlich gerne kostenfrei zur Verfügung stellen. Nach diesem erfrischenden Gespräch stellen wir fest, dass die Population dieser Stadt mindestens eins beträgt. Wir wollen herausfinden, ob es vielleicht noch einen weiteren Bürger dieser Stadt gibt. Tatsächlich treffen wir in der unteren rechten Ecke einen weiteren NPC, der die Fähigkeit besitzt, viel zu reden ohne Inhalt. Und deshalb ist es meine Aufgabe, diese Zeit mit etwas Inhalt zu füllen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es einen Balance-Patch. Die gute Nachricht, unser Windslide-Bild wurde gebufft. Warum wurde das gebufft? In der Alpha-Version dieses Spiels war das Windslide-Bild wohl so stark, dass es die anderen Builds komplett outclassed hat, also völlig overpowered. Und um dieses, ich zitiere, DPS-Monster-Bild abzuschwächen, haben sie es so hart genervt, dass nun keiner mehr Windslide spielt. Deshalb haben sie den Windslide wieder ein bisschen gebufft vom Damage. Den Berserk, der mittlerweile ziemlich stark ist, haben sie ein bisschen vom Schaden runtergenommen. Und bei dem Counter-Build, also dem blauen Build, haben sie den Block Sustain erniedrigt und den Schaden ein bisschen erhöht. Zurück zum Spiel, nehmen wir in die Everforest erstmal den Speicherstein. Rechts weiter finden wir Puppen und den Frust aus der letzten Folge etwas abgebaut, geht es weiter. Hier finden wir nun eine weitere Note und den ersten Raum, der für uns aussieht wie ein Bosskampf. Also drehe ich wieder um, denn ich will erstmal alles erkunden. Zurzeit befinden wir uns quasi im rechten oberen Eck von diesem Concord Sanctuary und wir wollen erstmal unsere Optionen sehen. Wir laufen also weiter über die Brücke und gelangen so zum Moonsway und schnappen uns hier den Speicherpunkt. Geradeaus hoch nerven uns ein paar Lichtsäulen, die Schaden machen, bis wir an eine Kreuzung gelangen. Kurz und knapp finden wir rechts eine Sackgasse und eine Note. Links eine Sackgasse und ein Item. Und der letzte Weg führt nach oben. Dieser ist gepflastert mit Leichen und führt zu einer auffälligen Tür, die mich einen Boss vermuten lässt. Was sich kurz darauf als richtig erweist, allerdings gibt es hier keine Möglichkeit umzukehren. Also müssen wir erstmal den Kampf nehmen. Ein schnelles Vergnügen. Nach dem Treffen mit diesem One-Hit-Wonder nehme ich an, dass wir diesen Boss vielleicht etwas später in Angriff nehmen sollten. Und blende euch hier mal die Karte ein, damit ihr besser versteht, wo wir uns befinden. Momentan befinden wir uns oben rechts in der Ecke, das ist hier. Und jetzt will ich nochmal diesen einen Raum, der hier ist, und erkunden, um festzustellen, ob dort auch ein Boss ist. Also wieder den ganzen Weg zurück, über die Brücke und in den Raum. Diesmal mit Originalton. Okay, wir gucken mal hier, hier müsste ja auch ein Boss sein. Also hier ist garantiert auch ein Boss. Das ist auch eine Boss-Area, 100 Pro.
Okay, das ist dieser Deergott. Was macht der da? Okay, es macht gar nichts. Was machen die denn? Okay. Der Boss erschien doch viel machbarer als das One-Hit-Wonder von vorhin. Trotzdem gibt es immer noch viel zu erkunden und deshalb entscheide ich mich vorerst gegen den Bosskampf und für die weitere Erkundung. Und finden dann auch einen weiteren NPC, der uns im Prinzip nichts anderes sagt als The Ancient One is Corrupted. Ein Stück weiter oben finden wir eine verschlossene Tür und einen weiteren Gegenstand. Wieder zurück in der Zitadelle wollen wir uns den linken oberen Quadranten vornehmen und erkunden. Dort wieder etwas Lore und ein Stück weiter den nächsten Gegenstand. Weiter nach oben finden wir uns dann in einer eisigen Gegend, die den Namen trägt The Spire. Hier nehmen wir als erstes wieder den Speicherpunkt und einen weiteren Gegenstand. Weiter rechts in diesem Gebiet finden wir eine Art Riesendildo mit dem Musiker. Hier können wir auch gleich einen unserer Gegenstände verwenden. Was das Ganze gebracht hat, bleibt mir aber leider unklar. Wie so oft in diesem Spiel. Danach gehen wir zu unserem Musikfreund und reden mit ihm. Dieser schenkt uns tatsächlich ein Item, das sogar einen Nutzen hat, worauf ich später noch zu sprechen komme. Warum er das tut, keine Ahnung. Vielleicht mag er den ausgefahrenen Dildo, vielleicht haben wir auch seine Questreihe erfüllt. Danach geht's wieder zurück und wir stellen fest, dass hier Eis unseren Weg blockiert. Was vermutlich erst verschwindet, wenn wir den Boss dieses Areals besiegen. Also geht es weiter nach oben, dann links, ein weiteres Item, zurück und dann hoch. Und wir treffen erneut auf eine Tür, die vermuten lässt, dass sich dahinter ein Boss befindet. Jackpot! Aber auch dieser Boss macht kurz einen Prozess mit uns. Nochmal zur Map, das heißt, wir haben auch diesen Teil jetzt erforscht und wissen nun, dass wir drei Bosse zur Auswahl haben. One-Hit-Wonder entfällt, Hyum of the Frigid Waste lassen wir eiskalt links liegen und kümmern uns um den Deergott. Doch bevor wir das tun, noch einmal zurück zur Zitadelle. Denn mit meiner unschlagbaren Kombinationsfähigkeit ist mir aufgefallen, dass wir ein Rusted Key aufgesammelt haben. Sofort habe ich mich an die Gittertür erinnert, im ersten Areal bei dieser großen Tür, die verschlossen ist, vor dem ersten richtigen Boss. Also schnell dahin und die Theorie testen, zack, die Tür geht auf. Und drin finden wir etwas unwichtige Lore und das nächste Item, Bag of Crowns. Und sofort schlägt meine Kombinationsfähigkeit wieder zu. Denn der Schmied hatte doch irgendeinen Scheiß geredet, dass er Geld haben will mit Zinsen. Also ab zum Schmied. Dort angekommen stelle ich tatsächlich fest, dass ich recht habe. Und so stellt mich der Schmied vor die Wahl, entweder mein Armor oder mein Schwert abzugraden. Und diese Wahl fällt mir sehr, sehr leicht. Denn in diesen Spielen ist Damage King. Denn höherer Schaden bedeutet, ihr müsst für kürzere Zeit den Boss bekämpfen. Der Boss kann in einem Kampf weniger Attacken ausführen und somit müsst ihr logischerweise auch weniger Angriffen ausweichen. Angriff ist die beste Verteidigung. Hingegen das Upgrade des Armors würde lediglich dazu führen, dass ich weniger Schaden erleide. Da ich aber absolut jedem Skill ausweiche und nie Schaden erleide, bringt mir das gar nichts. Und jetzt müssen wir nochmal über Items reden und was uns das Ganze gebracht hat, denn tatsächlich hat uns das was gebracht. Wie ihr seht, haben wir oben die normalen Items und unten Special Items. Und diese Special Items gewähren uns einen passiven Effekt. Beim Sharpening Steel, den wir gerade vom Schmied erhalten haben, sind das 10% Schaden für 3 Sekunden, wenn wir Schaden anrichten. Nice. Und bei der Blessed Feather of Dawn, die wir vom Musiker erhalten haben, ist das ein Speedbuff außerhalb des Kampfes bis zu 20%. Und ein Speed- und Damage-Boost bis zu 20%, der sich progressiv steigert, solange ich mich bewege. Hat sich das ganze Gequatsche am Ende doch noch ausgezahlt.
Aber nochmal ein Blick auf die Normal-Items. Da fällt euch vielleicht auf, dass es da gelbe Symbole gibt. Da die Grafik so schlecht ist, konnte ich erst nicht erkennen, was es ist. Aber beim genaueren Hinsehen erkennt man bei einigen Gegenständen eine Questrolle, wie man sie typischerweise aus anderen MMORPGs kennt. Diese Gegenstände haben also folglich irgendwas mit Quests wahrscheinlich zu tun. Und das andere Symbol beim Rusted Key zum Beispiel ist ein Schlüsselsymbol, das deutlich besser zu erkennen ist. Mit diesem Wissen geht es noch einmal zu einem NPC, bei dem wir vermuten, dass wir einen weiteren Gegenstand loswerden können, was sich auch bestätigt, allerdings bleibt hier der Effekt erstmal unklar. Nur ein Stück darunter befindet sich eine Tür, die wir vorhin übersehen haben. Dort befindet sich der helle Inquisitor, der mit tiefer und gar nicht diabolisch klingender Stimme uns ungefragt zutextet. Er bietet uns an, der hellen Kirche beizutreten. Da ich so viel mit Kirche zu tun habe, wie der Bitcoin mit Zentralbanken, müsste ich das eigentlich verneinen, aber aus unerfindlichen Gründen trete ich den mal bei. Und nach ca. 10 Minuten Gequatsche und in der Welt herumgelaufe, geht es nun endlich zum Bossfight mit Originalton. Okay, let's go. Okay, da waren wir gleich. Okay. Heilen die ihn? Oh. Okay, irgendwie. Also passiert eine Menge. Der Kampf wird so eklig. Okay, muss erstmal. Also er hat ein paar Angriffe, die ganz stinknormal sind. Da, boop. Okay. Mach mal mehr. Ach Gott. Jetzt kommt da so eine Pflanze. Und die enraged ihn. Oder enraged er auch so. Ich gehe mal hier rüber. Okay. Jetzt wird er wieder enraged durch die Pflanze. Kann das sein? Nein. Macht er einfach so oder was? Kann ich die Pflanze angreifen? Nein. Ich lasse mich mal treffen. Ich will mal gucken. Oh ja, jetzt macht er. Hat er am Anfang auch so viel Schaden gemacht? Es sind nur ein paar normale Attacken. Was passiert die jetzt? Die gehen jetzt zu ihm. Okay. Oh, es war zu. Oh Gott, er hat mich zweimal getroffen und dreimal. Ah. Kann ich die Dinger denn nicht wegmachen? Gar nicht? Diese Pflanzendinger? Wäre es wichtig, die wegzumachen? Scheinbar ein Rage oder irgendwie mehr. Ja, die Pflanze enraged ihn definitiv. Ich sehe nichts. Kriege ich da drin Schaden oder was passiert? Jetzt gehen die raus. Was macht er jetzt? Machen wir denn eine Attacke?
Ah. Er greift doch deutlich schneller an in den Dingern hier, ne? Jetzt enraged er, dann fliehe ich mal einfach. Wenn er enraged. Aber jetzt ist er nicht mehr enraged. Oh, das war nicht gut. Nein! Ah, schade. Ah. Nein! Oh. Oh mein Gott, das war schlecht. Eins. Wow. Oh, ich war... Ach, ich bin zu greedy, ich darf ihn nicht angreifen, wenn ein Rage ist. Okay. Wow, Alter, was geht jetzt hier ab? Oh. Puh. Wie? Nein. Du sagst mir doch nicht, das war jetzt nur ein Boss. Du sagst mir jetzt doch nicht, das war die erste Phase. Oh mein Gott. Was war los? Was war das? Ah! Oh, ach, das zählt auch noch. Okay. Oh, der macht aber... Nicht dein Ernst, ne? Das ist die... Das ist nicht dein scheiß Ernst. Oh mein Gott. Okay, verliert er immer mehr HP oder was? Ich verstehe nicht so ganz, was los ist. Aber direkt drauf da. Alter. Ich blick nicht mehr durch.
Oh, das war richtig schlecht. Nein, was? Das habe ich nicht gerafft. Das raff ich nicht. Ah, die Felder verstehe ich nicht. Irgendwie verändern die sich. Das hat irgendwas mit diesen Blöcken da zu tun. Oh! Ach mein Gott. What? Ich hab doch... Alter, ich bin tot. Oh. Du brauchst Movement Speed gegen den. Yay! Das hat gar nicht so lange gedauert. Aber auch nicht leicht. Aber irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht cool. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge stellen wir uns dann Hiem, Hiem, Hiem of the Frigid Waste, wie auch immer er heißt. Haut rein.